ich erzeuge künstliches Fieber bei meinem Körper. Und warum ich das mache, das erkläre ich euch jetzt ganz genau und die Biochemie dahinter auch. Teilt dieses Video, denn ich bin fest davon überzeugt, wenn ihr das tut, was ich mache, ja, und das auch regelmäßig tut, euch langsam daran tastet, dann wird das Wohlbefinden aller Bürger in Deutschland deutlich besser sein. Ja? Und das ist völlig kostenlos. Und das ist der Wahnsinnstipp. Ich sag's euch einfach, das ist der Shit. Ich habe selten so etwas Potentes überhaupt erlebt. Dankeschön, dass du auch wieder reingeklickt hast in dieses Video. Ich möchte dich heute auf eine persönliche Reise mitnehmen, und zwar vielleicht das wichtigste Video auch für mich persönlich in der Gesundheitsgestaltung in den ganzen Jahren, die ich genossen habe durch meine Recherchearbeiten und durch meine Bildung, die ich quasi mir selbst angeeignet habe. Und es ist wirklich so, dass ich sagen muss, dass das vielleicht der wichtigste Mechanismus ist, den ich euch gleich auf kostenloser Basis erklären werde, den ihr auch kostenlos durchführen könnt, der meine Gesundheit wirklich erhalten hat, ja. Denn es gibt ein paar Stolpersteine. Und zwar zum Beispiel das EBV-Virus. Ja? So, davor kann man sich kaum schützen. 90% der Menschen tragen dieses Virus in sich. Viele merken davon nichts, auch wie das Herpesvirus. Circa die gleichen Zahlen. Aber man merkt es eben doch etwas, denn es ist eben da. Und je nachdem, wie stark das Immunsystem ist, ist dieses Virus präsent. Ja? Und es ist auch nicht wegzuleugnen, dass über 200.000, ich glaube 211.000, jährlich an den Krebs erkranken, den das Epstein-Barr-Virus quasi hervorruft, ja. Und es ist einfach eine Trägheit, die man an den Tag legen kann, wenn man gerade nicht so on top ist. Es gibt viele Umweltgifte, die das beeinflussen und dann eben diese Viren, diese Erreger in einem eben leichter hervorkommen lassen. Und das ist oftmals so, die Menschen leben damit. Also die denken, dieses, wie sie sich jetzt fühlen, ist normal. Und ab und zu haben sie mal so Lichtblicke, wo sie sich auf einmal extrem gut fühlen. Aber vielleicht ist das ja dieser Moment, wie es eigentlich normal sein sollte. Und sie stempeln das und deklarieren das ab als Sollwert, als normal, als Norm. So ist es halt nun mal. Und das ist so der Wert, wie ich mich normalerweise fühle. Und das ist nicht so. Und wenn ich jetzt noch mal einschließe, die Borreliose, ja, wir haben wirklich jährlich 200.000 Neuinfektionen. Ich glaube, die Dunkelziffer ist viel höher. Ich wusste es ja auch gar nicht, dass ich es habe. Und Borreliose ist, ich denke, das ist die Krankheit, wovor ich ja vor allen Dingen auch am meisten Angst habe halt einfach, weil es die Krankheit ist mit 1000 Gesichtern auch, ne? Und es ist auch, keiner weiß, was man da machen kann, ja? Also es gibt keine wirklich kausale Behandlungsmöglichkeiten. Die Ärzte sagen Antibiotikum und danach, Borreliose ist chronisch. Diese Bakterien verlassen uns nie wieder. Und sie kommen immer dann, ne, wenn unser Körper eben schwach ist oder kontinuierlich halt nicht so optimal das Immunsystem ist. Sie arbeiten aber auch kontinuierlich an unserem Immunsystem halt, ja? Dass das eben auch etwas schwächer wird, ja? Es hat eine Wirkung auf Vitamin D, dass Vitamin D nicht suffizient mehr an Zellen andocken kann, ja? So. Das sind alles bestätigte wissenschaftliche Ergebnisse, ja, die immer mehr an den Tag kommen. Und ich möchte euch hier mit diesem ganz wichtigen Video einmal was an die Hand geben, was ihr dagegen tun könnt. Es ist so eine Homöostase. Je nachdem, wie stark dein Immunsystem ist, so viel Erreger lässt das Immunsystem quasi zu. Das ganz Entscheidende ist aber jetzt. Das Immunsystem ist nie stark genug, um hundertprozentig der Erreger, der EBV-Viren oder der Borrelien, die wir in uns tragen, ja, zu eliminieren. Und das ist doch was ganz Entscheidendes, oder? Dass wir hilflos sind. Und es ist so eine Art Koexistenz, die da halt herrscht, ja? Das führt, wie ich schon gesagt habe, zu Trägheit, zu Schlappheit, zu all diesen Manifestationen, die man eigentlich gar nicht haben möchte und dann irgendwann als normal abstempelt und als seinen neuen Sollwert quasi deklariert, als wenn man den neuen Autodruck, Reifendruck beim Auto quasi jetzt speichert, ja? Und das ist dann der Sollwert, so. Ganz wichtig, fast 100% meiner Zuschauer haben einer der drei Erkrankungen. Oder beziehungsweise der drei Erreger in sich, ja. Das ist schon mal ganz, ganz klar. So, die Mittel der Natur sind oftmals immer die besten, denn die haben sich über Jahrtausende quasi durchgesetzt. Wenn das nicht da wäre, dann hätte die Evolution das von vor 1000 Jahren oder vor aber zigtausend Jahren schon aufgegeben, diesen Mechanismus bei uns im Körper. Das heißt, das sind die Mechanismen, die langzeitstudienmäßig erprobt sind vom eigenen Körper. Und das kann die Pharmazie niemals aufweisen. Das kann sie nicht. Wer hat denn bitte langzeitstudientechnisch beim eigenen Körper von Evolution der Menschen quasi was vorzuweisen? Das ist nicht da. Die Pharmazie ist
immer die schlechtere Wahl in Bezug zu den, zum Beispiel die körpereigenen Antioxidantien sind auch immer die allerstärksten, Glutathion, NADH, Q10, diese Sachen, Alpha-Liponsäure, das, was der Körper selbst bildet, ist immer das Beste für ihn. Superoxid-Dismutase, Katalase, es gibt so viele Glutathion-Peroxidase, es gibt so viele tolle Enzyme, die nicht getoppt werden können, egal von welchem Stoff. Und vor allen Dingen auf die Nebenwirkungen bezogen. Jeder pharmazeutische Stoff hat eine Nebenwirkung. Was mache ich jetzt ganz konkret? Ich erzeuge künstliches Fieber bei meinem Körper. Und warum ich das mache, das erkläre ich euch jetzt ganz genau und die Biochemie dahinter auch. In einem Maß, wie dein Immunsystem es sonst nicht schaffen würde. Denn diese Vehemenz kann das Immunsystem nur generieren, indem es quasi einen ganz bestimmten Sollwert an Temperatur übersteigt. Das könnt ihr auch ganz einfach messen in einem Fieberthermometer. Ja? Und den sage ich euch jetzt gleich. So, wichtig ist aber, teilt dieses Video, denn ich bin fest davon überzeugt, wenn ihr das tut, was ich mache, ja, und das auch regelmäßig tut, euch langsam daran tastet, dann wird das Wohlbefinden aller Bürger in Deutschland deutlich besser sein. Ja? Und das ist völlig kostenlos. Von daher teilt und liked dieses Video, das ist mir ganz, ganz wichtig, ja, denn damit trägst du auch was dazu bei für deinen Nächsten halt und wir sollten unseren Nächsten ja lieben wir uns selbst am besten, ja. Das Fieber funktioniert biochemisch so. Bei jedem Grad, die deine Körpertemperatur zunimmt, das ist zwischen 36 und 37 ungefähr, ja, Normaltemperatur, dann weiter zunimmt, verdoppelt sich die Immunantwort, ja. So, und das ist eben so, bei 40 bis 41, ja, ein bisschen über 41, haben wir schon 8 bis 16 Mal so hohe Immunstärke wie normal. Zunächst, Fieber wirkt auf jeglichen Erreger halt, ja, so, denn das Immunsystem ist ja auch auf jeglichen Erreger mal besser oder schlechter halt in irgendeiner Art und Weise angepasst halt. Es hat ja verschiedene Antworten halt, ja, so. Ganz wichtig, der Hypothalamus ist eine Region im Hirn, ja, ziemlich mittig liegt die. Das steuert viele Drüsen bei uns, ja, Hypophyse und so weiter. Aber das ganz Wichtige, es hat Neuronen und davon sind circa ein Drittel wärmesensitiv, so. Wird der Wert überschritten von einer bestimmten Temperatur, produzieren diese noch mehr Wärme, ne? So, weil es ja dann wichtig ist bei der Erregerbekämpfung. Diese Neuronen können durch Pyrogene, das sind Stoffe, ja, das sind Lipopolysaccharide, ja, das sind verschiedene Stoffe aus verschiedenen Quellen, vor allen Dingen auch aus Erregern. Diese haben die an sich, ja, oder auch durch verschiedene Plastikkanülen kann das auch ausgelöst werden oder auch endogene Synthese, das heißt von unserem Körper selbst können sie auch produziert werden. Aber diese Pyrogene haben eine ganz bestimmte Eigenschaft, denn sie machen diese Neuronen im Hypothalamus nicht mehr so wärmesensitiv. Und das Entscheidende ist das, dass die Neuronen jetzt einen neuen Sollwert bestimmen. Das heißt, sie denken, die Körpertemperatur ist viel, viel kälter, die wird herabgesetzt. Dadurch wird quasi mehr Wärme produziert. Und das Entscheidende ist jetzt, dass die Körpertemperatur dadurch steigt. So, Regulationszentrum sorgt auch dafür, dass die Blutgefäße sich zusammenziehen. Dadurch wird es ebenfalls, ja, das Produkt ist mehr Körperwärme, die produziert wird. Dadurch verspürst du auch dieses Zittern, ja. Der Blutzucker steigt natürlich, weil die Stoffwechselaktivität natürlich hoch geht, ja, denn die Wärme wird dadurch produziert, dass die Mitochondrien, deine Kraftwerke quasi arbeiten. Dadurch steigt auch unter anderem der Blutzucker, weil die Leber jetzt mehr aus der Gluconeogenese Zucker in deine Blutbahn hinablässt. Und das Entscheidende ist das jetzt, dass das Knacken von 38,5 Grad sehr entscheidend ist. Und das ist ganz wichtig, dass ihr das beachtet. Denn ab 38,5 Grad werden sogenannte Hitzeschockproteine aktiv, HSP90. Das Entscheidende sind die, die sind dafür da, um bei der Denaturierung die richtige Faltung bei höheren Körpertemperaturen quasi noch zu gewährleisten. Das heißt, sie schützen die Zellen vor Wärme, aber auch vor Stress. Ja? Diese Hitzeschockproteine, jetzt kommt was ganz Entscheidendes, werden von deinen Zellen abgesondert und das lockt jetzt die angeborene Immunantwort quasi an. Denn die Makrophagen, ja, das sind Fresszellen, die werden dadurch getriggert. Jetzt die Immunantwort geht dadurch hoch. Das Entscheidende ist jetzt das, dass das Gleiche aber auch passiert, die Hitzeschockproteine, bei Erregern. Und das wissen jetzt auch deine Makrophagen. Und die werden jetzt auch hellhörig und sagen, oh, wir haben hier aber jetzt Hitzeschockproteine. Ja, und wir haben hier welche von Erregern. Und so werden die Erreger quasi detektiert von den Makrophagen in den Fresszellen und können besser eliminiert werden. Das Entscheidende ist das Gleiche passiert auch bei deinen Körperzellen. Aber die haben ja den Histonkomplex quasi. Die haben quasi ein Merkmal hinten auf ihrer Zelle, dass sie wissen,
die Makrophagen, nee, das ist eine körpereigene Zelle, die muss ich nicht anfassen. Ja? So. Das heißt, die Immunantwort wird stimuliert durch deine eigenen Zellen und die Immunantwort wird stimuliert, weil die Erreger jetzt auch was verlieren, aber sie verrät quasi. Ja? Das sind zwei ganz, ganz wichtige Punkte. Der entscheidende Punkt ist ebenfalls das, dass verschiedene Signalmoleküle, ja, in deinen Gefäßwänden sich bilden bei 38,5 Grad Celsius. Und das Entscheidende ist das, es ist wie eine Geheimtür. Denn jetzt können die Immunzellen sehr leicht aus dem Blut in die Lymphe gelangen. Und warum wollen sie in die Lymphe? Weil sie wollen in die Lymphknoten. Denn das ist quasi wie eine, muss man sich vorstellen, wie eine Straßensperre. So, und wenn dort sehr viele Leukozyten anwesend sind, ja, dann müssen die Erreger irgendwann an dieser Straßensperrung an den Lymphknoten vorbei. Und wenn dort die Konzentration sehr, sehr hoch ist, dann können auch sehr viele Erreger aus dem Verkehr gezogen werden. Ja, das heißt, gleichzeitig können auch Immunzellen noch schneller durch die Signalproteine ab 38,5 Grad, die an den Arterienwänden sich quasi bilden, noch schneller die Blutbahn verlassen, in die Lymphe und die Erreger dort abzufangen. Ja? Also ihr seht, es gibt noch sehr, sehr viele andere Mechanismen. Ja? Also Haftmoleküle heißen die ICAMP-1, ja, und Signalstoff CCL21. Das sind die beiden, die zuerst in Mäusen gefunden worden sind. Ja? Dementsprechend, dass man den Mechanismus einmal verstanden hat. So, es gibt sehr, sehr viele Funktionen halt noch vom Fieber. Das würde jetzt aber hier den Rahmen sprengen. Ich wollte einfach nur ein paar Mal zeigen, was das Ganze so überhaupt macht. Und jetzt kommen wir dazu, was mache ich persönlich, um das hervorzurufen. Also, als allererstes mache ich Folgendes. Ich mache es meistens abends, ja, und abends mache ich das, ich ziehe mich sehr dick an. Ich ziehe mich wirklich sehr, sehr, sehr dick an und laufe dann, ich mache dann Sport, ja. Ich habe einen Stepper bei mir zu Hause, ihr könnt auch irgendwelche anderen Sportübungen bei euch machen, ihr könnt auch laufen gehen oder sowas halt, was ihr wollt, ja. Wichtig ist, ihr müsst über einen sehr, sehr langen Zeitraum, ja, müsst ihr versuchen, eine Aktivität aufrechtzuerhalten und sehr dick angezogen sein, sodass eure Körpertemperatur massiv, massiv steigt und die Stoffwechselaktivität massiv, massiv steigt. So, damit bereite ich quasi meinen Körper schon mal vor. Ja? Also die Stoffwechselaktivität ist schon mal hochgefahren, ja? Das kennt mein Körper schon mal. Ja? So, und des Weiteren, die Körpertemperatur ist auch schon mal hochgefahren. Es bilden sich jetzt ganz viele körpereigene Antioxidantien. Wichtig ist, nicht unmittelbar nach dem Essen das machen. Mindestens 2 bis 3 Stunden Zeit lassen. Ja? Da müsst du wieder so einigermaßen der Magen leer ist. Auch nichts Schweres davor essen. Ist auch immer ganz, ganz wichtig. Dann noch länger warten halt. Ja? So. Das heißt, der Körper wird jetzt viele körpereigene Antioxidantien produzieren beim Sport. Das macht er immer, um sich zu schützen. Ja? Beim Sport entstehen ja auch Radikale, weil Substrat verstoffwechselt wird, Zucker, Fett, die Atmungskette ist aktiv, dabei entstehen immer Radikale. Die müssen gepuffert werden durch körpereigene Antioxidantien. Das heißt, du hast jetzt sehr viele körpereigene Antioxidantien. Ja? Stoffwechselrate ist schon mal sehr, sehr hoch und deine Körpertemperatur ist schon mal sehr, sehr hoch. Wenn du nicht mehr kannst, ja, das ist unterschiedlich. Ich fange sehr langsam an, 5 Minuten, 10 Minuten, wie auch immer halt. Ja? Ich mache das ungefähr 1 Stunde. Und danach gehe ich direkt, ziehe ich mich aus, die Badewanne lasse ich mir schon volllaufen in der Zeit, sehr heiße Temperatur, auch da, fang langsam an, ja, nicht direkt übertreiben halt, ja. Dann lege ich mich in die Badewanne hinein, nach dem Sport hat meine Körpertemperatur so circa vielleicht 1,5 Grad bis, ja, ungefähr, das war bei mir, glaube ich, 0,6, 0,7 Grad, ist sie schon mal höher gegangen. Beim Baden, ja, bei einer hohen Wassertemperatur, habe ich mich danach direkt nach dem Sport, ja, so, in die Wanne gelegt und habe dann mit einem Fieberthermometer gewartet, bis meine Körpertemperatur 38,5 Grad überstiegen hat. Und das passiert sehr, sehr schnell nach dem Sport, denn du hast beim Sport einen Nachbrenneffekt, ja. So, du merkst es, wenn du aufhörst nach dem Sport, merkst du erstmal richtig die Wärme, die produziert wird, ja. Beim Stillstand merkst du das erstmal richtig. Und dann, wenn dein Körper auf diese Wärme quasi in der Badewanne trifft, ja, hat man quasi einen potenzierenden Effekt. Ja, und das Entscheidende ist, dann fängst du auf einmal, nachdem 38,5 erreicht ist, genau dieser Effekt, den ich erklärt habe, dann produzieren die wärmesensitiven Neuronen noch mehr Wärme. Und du merkst, mit dem Fieberthermometer ab 38,5 Grad wird dir nochmal so richtig warm. Und das musst du eine gewisse Zeit aushalten. Fangt da sehr, sehr langsam mit an. Wie gesagt, ihr müsst nicht sofort die 38,5 Grad knacken, je nachdem nach eurer körperlichen Fitness. Ja? Aber ich merke dann, dass das Fieber, ja, ich habe quasi künstliches Fieber quasi erzeugt, ich habe genau diesen Prozess jetzt quasi hervorgerufen. Ja? So, die Bakterien, das heißt meine Borrelien, ja, verlieren jetzt auch unter anderem Hitzeschockproteine. Die Makrophagen springen sie jetzt an, ja. Meine anderen Immunzellen können jetzt leichter in die Lymphknoten gelangen, ja, warten dort auf die Erreger und ich merke, dass es mir danach deutlich besser geht. Ich dusche mich danach nicht kalt ab, gar nichts mehr, sondern liege dort einfach nur noch mal
mindestens eine Stunde, bis ich komplett wieder auf Normaltemperatur auskühle halt, ja. So, das ist ein Vorgang, je nachdem, ich mache das mal ein bisschen länger oder wie auch immer halt, wie meine körperliche Fitness dann einfach teilweise auch ist. Aber ihr werdet merken, dass dieses künstliche Fieber, was ihr hervorruft, ja, es wirklich am nächsten Tag ein ganz anderes Gefühl ist. Und danach, nach ein, zwei Stunden, trinke ich meistens einen grünen Saft, ja, um meinen Körper nochmal so richtig mit Nährstoffen zu versorgen halt, ja, vor allen Dingen mit Mineralien, vor allen Dingen auch, ja, je nachdem. Das kann man noch weiter treiben, indem man direkt aus der Badewanne ins Bett geht und zwei, drei Decken nochmal um sich herum führt und so die Temperatur noch länger aufrecht zu halten. Aber das sind alles Phasen, das muss man mit seiner körperlichen Fitness quasi vereinbaren können halt, ja. Und das ist so der Step, den ich als nächstes gehen möchte, um das noch ein bisschen weiter zu treiben. Und das mache ich regelmäßig. Das mache ich regelmäßig, damit der Sollwert, wo mein Körper normalerweise diese Anzahl von Borrelien und so weiter oder scheinbar Viren oder warum auch immer, irgendwelche Erreger, ja, die bei euch sind, die euch nicht zu 100% sein lassen halt, ja, dass ich den Sollwert, den normalerweise mein Immunsystem wieder zulässt, einmal absenke. Und dann können wir gerne wieder ein bisschen weitermachen auf dem Sollwert halt. Aber ich fühle mich deutlich besser. Und das ist der Wahnsinnstipp. Ich sag's euch einfach. Das ist der Shit. Ich habe selten so etwas Potentes überhaupt erlebt. Herzlichen Glückwunsch an die. Wirklich, es sind ganz, ganz wenige, die bis hierhin dran geblieben sind. Und diesen Menschen möchte ich wirklich ganz besonders gratulieren, weil du ein Mensch bist, der es ganz weit ins Leben bringen wird. Weil du hast verstanden, wie wichtig deine Gesundheit für dich ist. Und das möchte ich dir auf diesem Weg nochmal sagen. Und wirklich Chapeau, weil du hast jetzt was ganz, ganz Tolles an die Hand bekommen. Und ich denke, du wirst vielen Menschen davon erzählen und es wird vielen Menschen helfen auf kostenlose Basis. Und deshalb habe ich überhaupt damals mit YouTube angefangen, um genau solche Informationen preiszugeben. Dankeschön für deinen Support. Das Liken nicht vergessen, Teilen nicht vergessen, Kommentieren nicht vergessen. Ich lese dir jeden Kommentar. Wenn du mich unterstützen willst, kannst du das sehr, sehr gerne tun auf purazell.de. Da findest du alle Produkte, die dich glücklich machen. Das ist die einzige Quelle, wie ihr mich quasi unterstützen könnt. Dankeschön, bis gleich auf purazell.de. Ciao.